Hallo und willkommen zu einem neuen Ich und Pastelio. Hier wieder mit einem Spiel aus dem Nations Cup und ich möchte mich ganz herzlich beim Che bedanken, dass er mit mir dieses Spiel trotz der späten Stunde kommentiert hat. Viel Spaß beim Zusehen. Hallo und willkommen zu einem neuen Ich und Pastelio. Heute das Spiel Deutschland C gegen Ungarn B und bei mir ist der Che. Hallo. Und er ist unser Stargast. Stargast. Ja. So, genau, das Ganze ist jetzt auf Fubli Live. Wir sind im Spectator-Modus und können uns das Ganze live anschauen. Schauen wir mal kurz nach, was das für eine Map ist. Und die Map ist. Ja, Twin genau, Paddles ist Twin Paddles das. ist die Map. Und ja, da sehen wir hier auf jeder Seite so eine große Lacke mit sehr viel Fisch und da kann man fürs Fischen gehen. Also, das ist es hier wert, dass man hier fischen geht. Und damals schon die erste Action. Da greift der orange Spieler. Der Ungarn greift er hier den Smooth an und lehnt hier sein Gold mit Palisaden. Also ein sehr guter strategischer Move. So, und ja, hier sehen wir, wie er halt lehnt. Dann gehen wir mal die Zivilisationen durch. Wir haben hier in lila den Smooth als die Mongolen. In blau haben wir hier den Tiger als die Hunnen. Und hier in rot haben wir den Anspalt als die Spanier. Kannst du mit dem anderen Team fortsetzen? Würde ich einmal machen. Gerne. Eine Sekunde. Ja. Ja, die haben die gleichen Zivs, bis auf den Spanier. Also die haben Spanier durch Mongole ersetzt. Ja, und die haben auch noch die Was? Azteken. Also der grüne Azteken. Sorry. Die haben beide Mongole. Die haben Spanier durch Azteke ersetzt. Ja. Was ich noch komischer finde, weil ich Spanier für eine gute Ziv auf der Map halte. Die User Tatsache, joined dass man your Fisch machen channel. kann. Hallo. Hallo, wer ist da? Hallo. Ja, Mikas gerade das Spiel zwischen Deutschland C und Ungarn B. Möchtest du mitkassen? Ja. Echt? Sucht dir. Gut an. So, da sehen wir hier, dass das Move auf einen Stall geht und der Orange lehnt weiterhin das Gold. Hier hat jetzt das Move einen Stall gebaut und wird dann infolgedessen Ja, zufälligerweise kaputt. Schmuf hat drei Viecher gebaut, während der Orangene gar nicht gedockt hat. Ah ja, genau. Nicht nur der Orangene, das ganze ungarische Team hat überhaupt nicht gedockt, was ich für sehr, sehr, sehr fragwürdig Ja, ist halte. natürlich ein Also negativer Fischboom Bonus. ist eigentlich so stark, dass ich jetzt den Ungarn schon fast gar keine Chance mehr gebe Sicher? ohne Fischboom. Bist du sicher? Ja, also ich weiß nicht, wie die den Nachteil aufholen wollen. Das deutsche Team hat 12 Fischer insgesamt, quasi wie 12 Extra-Wilds. Da muss schon viel schief gehen jetzt für die Deutschen. Ja, stimmt. Also die Ungarn haben ja gar nichts gedockt. Aber dafür haben die Ungarn hier schon Militär auf dem Feld und die haben gerade einen Villager, glaube ich, gekillt vom Smooth. Und ja. Jetzt hat aber das Smooth auch schon 3 Scouts und pusht halt zurück. Der Anspalt hat ja auch noch einen Milizen übrig, hat auch einen Trash gemacht und hat hier halt das Gold ein bisschen verhindert. Ja, also spätestens wenn Tiger kommt, User in joined den your Nice, channel. das Game meiner Meinung nach relativ schnell vorbei. Okay. Ja, stimmt User schon. joined your channel. Hallo? Hallo? Nicht den Hallo Part hier. Asterix. Wieso Asterix? Pedro ist auch da. Ne, Asterix ist nicht gekommen. Thanks. Ich Thanks, fühle mich beleidigt Ingrid. jetzt. Seid ihr am Zocken oder Sorry. was? Nagel am Nein. Streamern. Ah, nice. Wollt ihr mitcasten? Er Ich streamt glaube, sowas? wird für YouTube aufgenommen. Ja, nur für YouTuber sind jetzt Streamer, aber wenn ihr wollt, könnt ihr mitcasten. Und wir sind jetzt eh noch nicht bei dem Spiel, das ist jetzt gerade 14 Minuten, 15 Minuten. Und da sehen wir, dass jetzt der Tiger schon auf einen Stall geht mit Blacksmith. Der Türkis ist auch schon auf dem Weg in die nächste Zeit. Und keiner von den Deutschen bis jetzt. Und der Tiger wird wahrscheinlich auf einen Nightflush gehen. Er hat auch schon 30 Dorfbewohner. Und wird Ah, wahrscheinlich. will ich mal nicht weiter stören. Ja, Good luck, Herr Fang. danke. Pedro, kannst du uns in einen der NC-internen Räume oben verschieben? Ja, ich kann euch einen machen. Ja, danke. Ah, danke schön. Das ist super. Ja. Was sehen wir? Da hat Tiger, der geht jetzt weiterhin auf Gold und. Ja, würde mich nicht wundern, wenn Tiger auch gleich noch einen zweiten Stable baut. Ja. Vor allen Dingen mit 8 Fischern, 10 Fischern sogar. Ja, stimmt, Das Problem muss versorgen. da ist der zweite Stable schon. Hat er schon bei dir? Ja. Dann bist du deutlich vor mir. Ja, ein bisschen. Ah ja, das macht ja echt gar nichts, dass du ein bisschen hinten bist. Das ist halt von Ah, Ruby. ich kann was vorspulen. Ja, Mein Fehler. ich halte das einfach an. So, dann sehen wir hier, dass hier der Anspalt zum Tiger wollen hätte können und dann hätten sie einen perfekten Team-Wall. Und das wäre hier eine sehr kurze Wall gewesen, also kein Aufwand. Ja, hätten die auf jeden Fall, also hätten die sich ein bisschen koordinieren müssen. Wäre schon von Vorteil gewesen. Wäre ja gar kein Mehraufwand gewesen, die Mauer dazu zu machen.
wäre sogar weniger geworden. Ja, stimmt. Da haben sie ein bisschen schlecht koordiniert. Und so, und jetzt ist das Move beim Golf im Orange kurz durch. Und er passt halt auf seine Scouts nicht ganz auf. Könnte sein, dass er das dann noch einen Villager kriegt. Hm? Ja? Ja? Ist natürlich echt bitter gerade für den Orangen. Ja, aber wobei Schmuf passt nicht auf mit dem Scout und gibt Orange jetzt die Chance, da nochmal zuzumachen. Ja. Das war natürlich nicht so gut, Schmuf. Aber er hat einen davon gekillt, das ist schon sehr gut. Ja, okay. Aber der Orange nutzt die Chance gar nicht. Ja. Nichts gesagt. Der Türkise hat jetzt auch schon ein paar Nets am Weg, ohne Upgrades und ohne Bloodlands. Ja, und Tiger ist noch. Ja, der Tiger ist auch schon in der dritten Zeit und der Orange baut jetzt einen Sperrkämpfer zum Verteidigen irgendwie so. Da wird jetzt der Türkise wahrscheinlich nicht helfen und ja, da passt das Move nicht ganz auf. Okay, ich hab Passwort geschützten Channel geschrieben, erstellt. Ich schiebe euch mal rein. Danke. Danke. User was moved out of your channel. Moved. So, jetzt haben wir einen eigenen Stream-Channel, da kann uns jetzt keiner mehr stören. So, der Tiger addet jetzt schon ein zweites DC und dann. Ja, der wird jetzt. Also, entweder wird er viel mehr Knights als der Türkise bauen können oder der wird eine viel bessere Eco haben. Der Türkise hat jetzt schon die Knights beim Tiger und verhindert hier das zweite DC. Also, das geht jetzt mal vorerst nicht ab. Also, das wird jetzt vorerst nicht gebaut. Ist ein bisschen blöd. Ja, bei mir sind die Knights jetzt erst da. Okay. Wenn man vielleicht jetzt bist du? 18.04. Okay, ich bin auf 18.04. Weiter nach vorne kann ich nicht. Okay, ich versuche mal das Spiel anzuhalten. Ja, ist auch ist nicht so wichtig. Ja, normalerweise sollte das halt automatisch funktionieren, aber macht nichts. Kannst du sagen, wenn du bei 30 bist? Ja. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Okay, passt. Ich fahre jetzt auch vor dem Spiel und jetzt. Okay, mein Spiel wahrscheinlich bisher war. Dürfte gut sein. Ja, das DC wäre schon nicht unwichtig gewesen. Ja, das ist natürlich schon bitter für den Tiger, dass er dieses DC jetzt nicht hochkriegt. Also da muss er die Dorfwunde wieder zurückziehen. Ich denke, das DC wäre eigentlich möglich, wenn er hier ein bisschen Suizid geht. Aber da stirbt ein weiterer Dorfwohner und er verliert hier einfach das Dorfzentrum und verliert ja etwas an Zeit. Er muss auf jeden Fall die Knights noch jetzt dazu schicken. Lass mich einfach in die Bills allein und vor. Ja. Und der Grüne läuft jetzt mit einem Haufen Crossbows in die Base vom Anspalt. Aber der Anspalt hat schon die Burg fertig gekriegt. Könnte sein, dass er das jetzt gut überlebt, aber auch nicht. Ja, Kongs sind eine starke Unit. Ja, Kongs sind. Vor allem, wenn man, also sie müssen halt davon ausgehen, dass die Gegner auch gedockt haben. Ja. Und dann werden viele Knights rumlaufen. Ja, ich halte jetzt noch kurz mal mein Spiel an und versuche, dass ich hier ein bisschen Zeit rausnehme. Dass wir gleich auf sind, aber wie es ausschaut, schmeißt der Tiger ein bisschen seine Einheiten weg. Und das Dorfzentrum wird nicht so aus. Ja, wobei, hat mittlerweile 5 Knights gegen 6 Knights. Ja. Könnte gewinnen, aber das DC ist auch schon bei 75%, also das wäre leicht zu bauen. Hat Bloodlines gegen keinen Bloodlines, den Fight könnt ihr auf jeden Fall nehmen, wenn er alle da hat. Okay, ja. Ja, dann nimm doch den Fight und fightet jetzt hier. Und er sendet auch gleichzeitig die Dorfwunde nach vorne und baut hier das Zentrum. Aber ich denke, die Kiese könnte das gewinnen. Ja, war 5 Knights gegen 6 Knights, jetzt ist 5 Knights gegen 5 Knights. Ah ja, okay, ja, der Bloodline-Bonus hat hier schon einiges geholfen. Achso. Ja, du holst wahrscheinlich, also gehst wahrscheinlich immer zum gleichen Punkt vor. Ja. Ich kann die Auflösung mal was runter, dann geht das bestimmt auch bei mir schneller. Ja, ist ja nicht so stressig. Wir haben jetzt hier nicht so viele Manganell-Shots. Da ist ein Knight mit Türkis in der Base. Und oh, der orange Spieler pusht das mit einem Siege-Workshop Smooth und er hat auch schon ein paar Cavalry-Archers am Hill. Und ein bisschen, das ist ein bisschen Angriff in Anspalt Base. Der Grüne ist jetzt in Anspalt Base. Sieht doch gar nicht so gut aus, wie ich eben angekündigt habe. Ja, da findet doch da sein Gold und. Move hat natürlich durch die Palisaden Wards einem Gold nicht viel Access. Mhm. Und hat nur diesen einen einzigen Punkt, der sehr verwundbar ist. Oh ja, stimmt. Der hat auf jeden Fall versuchen müssen, dann die Seed anzubauen. Der Orange pusht jetzt mit einem Seed-Workshop. Weil jetzt sieht es nicht so aus, als würde er wieder irgendwie an Gold kommen können. Ja, das stimmt, da ist jetzt wirklich nur an Gold. Und der Orange pusht jetzt halt mit einem Kloster und einem Seed-Workshop. Also der Vorteil des Fischbubens, der zeigt sich jetzt in den Pockets. Tiger hat 50 gegen 35 Wills. Mhm. Das dürfte eigentlich nicht lange dauern, da müsste er genug Knights haben, um also entweder bei Anspalt oder bei Schmuf alles aufzuräumen und zu helfen. Ja, also dieser Fischboom, den darf man nicht unterschätzen, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das unbedingt machen. Ja, er könnte fast schon Stables adden jetzt. Mhm. Jo, da Türkise addet ein zweites Dorfzentrum. Und der Tiger und das Smooth gehen beide auf Knights und verteidigen hier wahrscheinlich
erfolgreich gegen die Cavagers. Ja, die Kongs greifen jetzt immer noch die Crossbows an, versuchen die Crossbows aus der Basis zu verdrängen. Aber die Crossbows bleiben am Leben und töten die Kongs. Nein, noch gar keine Art auf den Kongs. Death Up und Bloodlines wären schon wichtig gegen Archer. Ja, da hast du dann gleich plus 2 verteidigen und das hilft einiges aus. Der Orange verliert jetzt hier einen Mönch und noch einen zweiten Mönch. Hat nichts konvertiert. Hm. Ja, wobei das ja nicht so wichtig ist. Also der Hauptgegner sind natürlich die Knights vom Türkisen. Wobei auch ein paar CAs da sind. Aber den Fall müssten die eigentlich entspannt gewinnen. Aber jetzt muss Schmuf gucken, dass er diese Lücke nutzt, um dann TC hochzukriegen. Hm. Sonst wird er immer wieder da angegriffen. Ja. Aber er baut sich jetzt kein Dorfzentrum davon. Ja. Also. Das sieht aus, als wollte den da pushen mit so einer Art Monk-Push. Ja. Also das Kloster ist natürlich super gegen zwei Leitspieler, aber der Seed Workshop. Er dachte wahrscheinlich, dass er weit genug vorne ist und wollte den Portal weiter ausbauen. War aber definitiv ein Fehler. Ja. Tiger addet jetzt auch einen vierten Stable. Ja, braucht Zeit. So. Ja, jetzt sehen wir auch das, dass der Smooth hier keinen Zugang zum Gold hat. Er verliert hier natürlich hier immer Gold ein bisschen vorne. Alles zugewollt. Sehr schlecht für ihn. Und da sind jetzt auch die Käfer. Ja, wie gesagt. Ja, genau, da muss auf jeden Fall ein TC dran bauen. Der Arnsbolt hat jetzt Mangonel und Macro ein bisschen gegen die Archers, also gegen die Crossbows. Aber der. Ja, ich finde auch Kongs sind nicht sehr gut gegen Crossbows, solange die Kongs noch keine Upgrades haben. Und Kongs sind meiner Meinung nach eh keine defensive Unit. Eventuell ein, zwei Mangen bauen zu verteidigen und mit den Kongs vorreiten, um selber Schaden zu machen. Ja, das hört sich ja so gut an die Ehren. So, jetzt sendet auch der Tiger. Ja, die Ritter werden auf jeden Fall reichen. Ja, der Tiger sendet sogar Ritter rein. Und auch der Mangonel klärt hier alles ab. Du Kies hat hier ein paar Idle Knights rumstehen. Ja. Jetzt haben wir wieder ein X vom Mansbald, das ist in der Basis. Ja, lief eigentlich alles gut bis jetzt für die Ungarn. Bis auf die Tatsache, dass sie keinen Fischbogen gespielt haben. Ja, die Ungarn spielen sehr aggressiv. Und das ist einfach. Das ist einfach ein Faktor, der deutlich größer ist als alles andere, was jetzt passiert ist. Ja, obwohl alles gut für sie lief, sind sie trotzdem hinten. Ja, man sieht das auch im Score, da hat der Tiger sehr, sehr viel mehr Score als hier die Ungarn. Ja. Ja, hat jetzt. Der Punkt der Vorsprung ist hat halt. 18 Wills mehr, hat mittlerweile deutlich mehr Knights, produziert aus mehr Stable. Da wird der Türkise nicht mehr hinterherkommen. Der Türkise hat jetzt lustigerweise noch einen Dock geaddet. Ja, der Türkise wird jetzt versuchen, dass er ein bisschen Fischboom baut und ich habe. Jetzt eine Pause, könnte lag sein, aber ich denke, die haben pausiert. Echt? Ja. Du bist wahrscheinlich hinten. Da bin ich noch nicht. Ah, da ist die Pause jetzt, ja. Ja, Schmuf hat natürlich Druck bei sich da am Gold, hat immer noch kein TC gebaut. Hat lieber links an Stone TC gebaut. Wo? Ah ja, da. Na, da. Ja, genau. Und ohne die Hilfe von Tiger wird er da jetzt auch so schnell nicht mehr drankommen ans Gold. Hm. Ja, mit Tigers Knights und Tiger hat sehr viele Knights. Und ah, da hat das Move noch ein weiteres Gold ganz hinten in seiner Base, siehst du das? Ja, der ist sogar gesortet. Da würde ich auch dran gehen an deiner Stelle. Ja, da sollte ein TC dran bauen und dann ist er da safe. So, der Tiger hat jetzt einen Haufen Knights und er kann jetzt hier rumlaufen, vielleicht zum Unspalt gehen. Aber keine Ahnung, ob das jetzt gut ist. Auf jeden Fall, Unspalt hat hier sehr viel aus seiner Base geklärt. Man sieht hier einen Haufen Leichen. Und auch der. Ja, wo er wahrscheinlich zu Schmuf gehen sollte, um ihm zu helfen. Ja, das vor allem. Die Deutschen haben ja auch Glück gehabt mit den Hundenpockets, denn die Hunden haben ja sehr, sehr starke Nets. Mit den 20% schnelleren Stables. Ja, aber er, also, der Mongol hat ja auch keine schlechten Knights, aber er hat einfach noch keinen Bloodlines gemacht, was ja auch ein riesen Fehler ist. So ein mächtiges Upgrade für Knights. Der ist auch und jetzt schafft Schmuf das da sogar alleine zu verteidigen. Ja, ich glaube doch, das Spiel ist over. Ja, wenn Schmuf das hier jetzt hier wegpusht. Der Range hat jetzt seinen Push-Kanner-Platz verloren. Zu den Knight beim Türkisen. Ja. Denkst du, der ist eingemauert oder hat den Tiger vergessen? Ne, er hat den Tiger vergessen. Ah. Steht mal, der kommt da raus. Ja, okay. So, jetzt haben wir auch kurz den Chat vom Pausen-Chat. Der Range, immer nicht der Range, sondern der Grüne, baut hier weiterhin keine Ahnung. Ja, der Grüne hat gar kein Militär mehr. Eins nur noch. Ja, gar kein Militär. Der wird jetzt auch hier vom Tiger ein bisschen reingepusht und auch vom. Ding. Und er hat das Orb geklickt, also abgeklickt zur Imperialzeit. Was ich spannend finde zum Move. Und er würde wahrscheinlich auf den Eagle Flood gehen. Ja, wobei keiner der Gegner auf X-Force ist. Deswegen Eagles nicht so super effektiv sind. Kongs sind okay und Knights sind gut gegen Eagles. Da wird die Eco nicht gut genug sein. Also ist vielleicht das Beste, was er machen kann, aber wird meiner Meinung nach auch nicht reichen, jetzt hier noch auf Eagles zu gehen. Ja, aber vor allem mit den Eagles könnte er hier diese offene Wirtschaft vom Tiger raiden, aber na, der Tiger hat jetzt auch ein zweites TC beim Gold. Und der Orange. Der Tiger geht auf 5 TCs hoch, ist vielleicht ein bisschen viel, aber
okay. Ja, der Tiger ist auch noch in der Ritterzeit und der hat jetzt einen Haufen Knights. Ja, der spielt einfach ein Knightblatt, was ich richtig finde. Mhm. 30 Knights. Eigentlich genug, um einen Gegner komplett abzuräumen. Jo, das ganz kurz sagen, ich muss kurz die Tür aufmachen, bei mir klingelt er. Ich bin gleich zurück. Dann lang. Ja, ganz klar. Danke. Okay. Move ist die ganze Zeit die Forward-Gebäude vom Orangen anzugreifen, was auch ein Fehler ist. Er sollte Blau vorne helfen. Wobei Blau die Hilfe wahrscheinlich gar nicht nötig hat und Orange komplett wegreißen wird. Auf der anderen Seite versucht der Grüne sich gerade verzweifelt gegen Kong zu verteidigen. Weil Kong sind meiner Meinung nach die wohl beste Wedding Unit sind. So, okay, bin wieder da. Ja. Willkommen zurück. Jo, willkommen. Der Orangene verliert jetzt sein erstes CC gegen die blauen Knights. Mhm. Und es sieht auch aus, als wird die Blau danach weiter reiten und sich noch mehr CCs gönnen. Ja, also der Tiger ist blau und er wird jetzt hier Massaker anrichten. Der Grüne will dann Mangonell in seiner Basis. Ja, wie gesagt, jetzt hat Kongs in der Eco. Ja. Kongs in der echt starke Unit, wenn man die gut micet. Und Antwort ist, also Antwort ist relativ schnell ein guter Arabien-Spieler. Mhm. Kann man davon ausgehen, dass die Kongs auch gut gesteuert werden. Ja, stimmt. Aber er hat jetzt alle Kongs verloren. Da hat er noch ein paar und am Anfang hat er noch ein paar, aber ansonsten hat Antwort jetzt alle Kongs verloren und pusht hier. Und der Azteke edit Archer Range. Der geht gar nicht auf Eagles. Ja, der. Interessant. Boah, das Wetter auf Crossbows. Wahrscheinlich in Folge auf Arbalesten. Türkise ist auch auf dem Weg zu Imp. Ja, man sieht auch jetzt das Upgrade für Brace und Arbalest. Das sieht man's. Ja, sieht auch keine Hilfe vom Pocket. Der Pocket will wahrscheinlich auf Mangulas wechseln. Ja, der Grüne wird. Was meiner Meinung nach noch deutlich zu früh ist. Ah, nee, will er nicht. Edit noch ein Sable. Ja, ich meine, der Orange wird jetzt komplett weggepusht. Der Türkise baut ein Schloss auf dem Hügel. Und er macht seine Völkerwanderung. Ja, der Orangene evakuiert schon. Und ich glaube, wenn ich in der Situation der Ungarn wäre, würde ich bereits das Game callen. Und mal schauen, wie lange wir noch spielen. Ja, vielleicht haben die Ungarn noch eine kleine Chance, wenn es der Mongole ab ist. Mit der Mangudas. Also die sind ja schon sehr starke Units. Mangus sind natürlich die beste Unit im Spiel. Ja. Aber brauchen halt auch unfassbar lange. Er hat jetzt eine Burg, hat noch kein einziges Upgrade. Ja. Die werden noch mindestens 10 Minuten brauchen, bis da gescheit Angus auf dem Feld sind. Das wird nicht reichen. Also ich behaupte sogar, wenn das jetzt drei Vipers wären, die da spielen würden anstelle der Ungarn, ja, würden die Deutschen das wahrscheinlich nach Hause bringen können. Hm, stimmt. Aber ist leider nicht so. Ja. Sollen wir lieber seine Armee nach vorne bringen, das ist wichtiger. Ah, macht er auch. So, ja, der Tiger greift uns hier weiter an. Ah, nee, macht er nicht. Reißt nur die Palisade am Gold weg. Wo? Achso, das Move, ja, das Move. Stimmt. Tiger konzentriert sich gerade vielleicht ein bisschen zu sehr auf den Orangenen. Ich sollte vielleicht auch mal beim Türkisen vorbeischauen. Ich denke, der möchte sicher gehen, dass hier der Orangen Kong vernichtet ist. Auf der anderen Seite ist er auf dem Weg zu Imp. Will jetzt vielleicht mit seinen Knights warten, bis das Chevaliers sind, um dann auch noch den Türkisen abzuräumen. Ja. Der Türkise addet jetzt sehr viele Camels und würde wahrscheinlich auf Heavy Camel gehen. Die sind ein perfekter Counter zu Rittern und generell allen berittenen Einheiten. Ja, Heavy Camel ist eigentlich schon richtig als Mongolen-Pocket, ja, gegen so einen Hunden-Pocket. Ansonsten. Keine Ahnung. Aber wenn du halt keine Flanke mehr hast. Der Grüne. Ist schon schwer, wenn die Camels nicht ausreichen. Ja, der Grüne hat jetzt auch einen Haufen Aberlisten schon. So, der Tiger baut hier eine Burg am Gold. Seltsamer Spot, auch eine Markt. Und wirklich. Sehr komische Burg. Hat den einzigen Punkt gefunden, der nicht einen Hügelbonus bekommt. Ah ja, ups, ja, ja, stimmt. Ist jetzt auch nicht mehr entscheidend. So, ja, oben sehen wir jetzt auch, dass der Türkise auf die Heavy Camels wechselt. Und, jo, weil ich sag viel zu oft. Und wechseln? Ja, ja, wechselt, naja, upgradet sie halt. Ja, er kann auch noch relativ entspannt irgendwie vom Grünen mal abräumen, sobald er das plus 4 Upgrade hat. Ja. Der Ding, der Türkise hat jetzt dann bald Heavy Camels und auch dann alle Upgrades drauf. Die Grüne will wahrscheinlich jetzt noch seinen Push starten. Ja, der Grüne verliert hier vielleicht. Ja, aber Rahmen sind auch gar nicht so schlecht gegen Kongs. Ja, Rahmen sind sehr gut gegen Kongs, weil sie auch sehr viel Damage nehmen. Aber er spielt halt leider nicht nur gegen den Spanier, sondern auch noch gegen den Hundenpocket. Der Tiger greift jetzt hier an oder auch nicht, jetzt zieht sich wieder zurück. Ja, der Grüne hat seine Armee sehr weit vor, ne? Ja. Die wollen die da hinten erstmal klären. Und die ist natürlich total out of position. Die 15x, die 15 Abas, die werden jetzt einfach relativ widerstandslos sterben. Ja, die sterben da. Der Tiger hat doch einfach das Chef-Upgrade gewartet. Und hier. Hat Tiger nicht. Ansbald hat nicht diese Quick-Roll gezogen. Ansbald wird jetzt angegriffen von ein paar Rammen. Hier ganz vorne, ganz ohne Unterstützung.
Und er holt sich auch schon das Siege-Upgrade. Wahrscheinlich, weil er sieht, dass die ganze Armee gerade nicht da ist. Ja. Also, der Grüne merkt ja, dass er gerade seine Armee da links verliert, aber dann kann er zumindest das Fenster nutzen, um rechts anzugreifen. Ja, stimmt. Also hier sind wir jetzt an mehr oder weniger starken Push und der orange Dock neu. Ja, also. So, ein TC. Arme Kerl. Nimmt sich den Küstenfisch. Ja, ist auch die schnellste Ressource im ganzen Spiel, der Küstenfisch, wenn man den mit Dorfbewohnern sammelt. Mongolenjäger sind schneller, glaube ich. Nee. Bin mir sicher. Echt? Okay. Bin mir sicher, ja. Okay, cool. Was denn? Ich glaube 0,61 Fuß pro Sekunde. Ja. Und ich glaube Küstenfisch war 0,4 irgendwas. 0,5. Ja, ich weiß nicht genau. Alles auch egal. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier den Türkisen mit seiner Kamele. Ja, die Kongs sind schon wichtig, dass sie dabei sind. Und die Lumischen Chevas wäre der Feind nicht so gut. Ja. Die Abas, die da rechts stehen, die macht, also die tun halt echt nicht viel. Ja, die schießen dann von hinten ein bisschen. Und die Kongs sind deutlich effektiver. Der hat das auch noch ein TC und seinem Gold und der Azteca hat sich hier etwas eingewollt. Das haben wir hier auf die Map schon jetzt Der hat sich hier das Expandieren versaut mit seinen Gebäuden. Ja, er braucht natürlich nichts, also er ist. Wenn du auf Abas bist, brauchst du natürlich nicht so viel Platz für eine Farm-Eco. Ja. Stimmt schon. Aber trotzdem, wenn du mehr Platz hast, wär's besser. Stimmt schon. Viel Platz hat er nicht. Ja, die Tiger hat jetzt Paladine und sie kämpfen gegen die Heavy Camels. Also Tiger sollte sich hier zurückziehen. Ja. Ja, also ein bisschen zurückziehen. Ja, also gegen die 10 Kamele, da könnt ihr auf jeden Fall fighten. Muss weg, sobald die nächsten 15 kommen. Ja, stimmt. Aber jetzt sind sie auch schon. Im Endeffekt müssen die jetzt auch einfach nur halten, bis Schmoof dann noch dazu dürft, dann spielen die 3 gegen 2. Ja. Und dann ist sie over für sie. Also für die Ungarn. Das Schmoof addet jetzt auch noch eine zweite Burg. Und sie wird wahrscheinlich dann auf Mango Dice gehen. Er holt sich auch Chemie. Das Upgrade. Ja. Türkise wechselt auch so langsam in Mango Dice. Ja. Hat schon eine, zwei Burgen hat er. Und verliert hier gerade der Tiger. Paladiner an die Kamele? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn die Kamele. Direkt von den Camels. Ja, die Kamele reitet etwas schneller. Nicht viel, aber ein bisschen schneller. Das könnte schon sein. Ja, er muss sich jetzt natürlich hier zurückziehen, weil er von der Burg Bonusschaden kriegt. Ja, also unter der Burg könnte er. Also, könnte er meiner Meinung nach den Fight nehmen. Wenn er dann 56 Bahnen. So, jetzt wird der Grüne gepusht vom Ansbach. Ja, der hat relativ viele Kongs aber verloren. Ja. Aber gegen die Ram hat der Grüne natürlich überhaupt nichts. Ja. Der Türkis ist die ganze Zeit Tiger hinterher gerannt, während er eigentlich rechts hätte helfen müssen. Ja, jetzt ist der Türkis auch hier mit seinen Kamelen. Sonst halten kann das ungarische Team auf jeden Fall. Das darf kein Problem sein. Ja, wie gesagt, können sie, aber halten reicht natürlich nicht. Der Orangene spielt einen traurigen Rebomb mit einem TC. Ja, seinem also zweiten TC. Na, okay, das. Und das ursprüngliche TC hat er auch noch. Okay. Ja, verstanden. Aber eins, ja, kleiner Boom. Naja, er wird ja nie wieder ins Spiel eingreifen. Ja. Leider. So, Smooth baut hier noch eine dritte Burg und geht hier auf die Elite Mango Dice. Holt sich auch die. Ja, die Mango Dice brauchen wir jetzt aber auch gegen die Kamele. Ja. So, was sind wir? Der Türkise geht auch weiterhin auf die Mango Dice und auf weitere Kamele. Da hat der Ansbald ein paar Dorfbewohner. Würdest du die Fischer Ships löschen, wenn sie da hinten sind? Oder. Also wenn kein Fisch mehr da ist? Ja, sobald du auf Pop 200 bist, schon. Okay. Und dann, also, irgendwann dann hast du dann auch die Calls. Ja, stimmt. Und du könntest einfach, sobald du Calls hast, auch die Reusen bauen. Ich glaube, es ist nicht mehr so entscheidend bei Pop 200, aber ich delete sie immer. Okay. Ja, man hat dann halt mehr Aspekt. Ich kenne genug gute Leute, die auch lieber Reusen bauen. Also ich, jetzt bin ich mir nicht so sicher, was da richtig ist. Ja, okay. So, wir sehen jetzt hier, wie die sich die Kamele zurückziehen von den Paladinen. Ist auch nicht das Beste. Und Smooth sollte jetzt auch dann in den Kampf eingreifen. Hasch! Wenn du mal in Smooths Perspektive gehst, der hat Rest für 7000 Mango Dice. Aha. Ja, bin drauf. Aber. Ich nichts mehr an. Okay, ja, empfehle. Wenn die Burgen hochkriegen. Ja, empfehle ein bisschen Holz und die Burgen, aber dann. Kann hier das Smooth. Ja, er hat auch in jeder Burg voll aufgereiht. Und wird hier hoffen. Mango Dice Position. Der Weeboom des Orangen war überraschend
Unerfolglich. Kläglich gescheitert. Wer hätte damit gerechnet, dass das DC da vorne. Ja, aber seine ist. Alice hätten ihm was slingen können. Ja, ja, ja. Ich glaube, der Orangene. Ich glaube, der Orangene hat mit dem Spiel schon lange aufgehört. Ja. Ja, aber auf jeden Fall hätte er sich zurückbummeln können, hätte er den Sling gekriegt. Ja. So, jetzt sehen wir einen großen Push beim Astro. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass da die Ungarn genug haben. Mal schauen. Ja, wieder ein bisschen Massaker vom Türkisen. Verliert einen Haufen davon. Ah, ja, die. Die Kamele laufen natürlich deutlich zu tief rein. Ja. Stehen jetzt unter zwei TCs, zwei Bogen. Ja, die sollten die Rahmen verbringen. Wir alle wissen, im Kampf. Die haben Kamele wie die Fliegen unter Bogen. Ja, die Rahmen pushen jetzt super rein. Trotzdem mal ziemlich viel ran. Der Grüne ist jetzt auch noch ein bisschen aufs Skirmische gegangen. Ja, okay. Das ist eigentlich schon ein. Immer der Anfang vom Ende. Ja, Skirmisher Count in diesem Spiel jetzt gar nichts mehr. Also vom gegnerischen Team. Und auch wenn die da jetzt. Wenn er jetzt langsam. Kommen die da vielleicht vorwärts, aber. Ja, der Orange will jetzt. Die wird ja dann schnell die Puste ausgehen und dann wird Schmuff im Game sein. Der Orange will jetzt wieder sein nächstes DC an die Paladine. Ja, also. Ich kann mich auch drüber streiten, ob es jetzt so effektiv ist, von Tiger da nochmal reinzureiten. Wir würden wahrscheinlich einfach Seed springen und den Türkisen wegpushen. Wir haben genug Armee vor der Base. Ja. Der Smith wird jetzt auch einen Haufen Paladiner. Also Paladiner, Mangudas. Ja, ja, genau, da sollten die jetzt eigentlich, also die haben mehr genug Mangus, die sollen Seed springen, um die Bogen vom Türkisen zu killen. Hat auch schon. Wenn die sich noch mehr Zeit lassen, dann wird Ansbald darunter leiden. Na, Ansbald, der leidet schon drunter, der hat nichts Master Kong. Aber ja. Und da ist schon das GG. Ist schon gecallt bei dir? Ja. Ich glaube, da hätten sich alle Beteiligten 20 Minuten sparen können. Ja, aber okay. Ist halt meiner Meinung nach der größte Fehler im Spiel, ist einfach nicht zu docken, wenn so reichlicher Fisch da hinten sicher ist. Fischboom ist einfach unfassbar stark. Ja, trotz der Aggression, der frühen Aggression der Ungarn, hat Deutschland hier gewonnen. Ja, lief einfach, also militärtechnisch lief eigentlich alles gut für die Ungarn, haben überall gute Fights genommen, ja. Aber hat trotzdem nicht gereicht. Ja. Checken wir noch kurz die Errungenschaften. Ich bin leider schon draußen. Mach nichts, ich hab das jetzt noch offen. Da sehen wir Tiger, sehr gute KD. Da sehen wir noch Ansbald, auch angemessen gut. Tiger hatte die meisten Wills, der Orange natürlich die wenigsten. Ja, Tiger ist auch ein sehr solider Hundenpocket. Ja. Ja, und da haben wir noch ein paar Statistiken. Und auch argumentieren, dass sie Glück in den Positionen haben. Also ich glaube, wenn ich mir eine Konstellation aussuchen würde, dann wäre es Tiger als Pocket von den dreien. Und dann auch noch Hunde ist und eindeutig. Ja, trotz der ersten Schwierigkeiten, dass Tiger mit dem zweiten TC hatte, hat er das sehr gut gemeistert. Und. Achso, da am Gold da? Ja. Ja, genau. So. Und das war's jetzt mit dem ganzen Rack. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kommentiert und liked das Video. Bye. Haut rein.